Die nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Seemeyer. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, Sie haben die Quereinsteiger angesprochen. Hintergrund meiner Frage ist ein offener Brief an Sie von den Personalvertreterinnen der Berufsschulen, die aufzeigen, dass der Quereinstieg als Berufsschullehrerin, Lehrer bei Weitem schwieriger ist, als wir ein Quereinstieg in die normalen mittleren und höheren Schulen. Diese Ungleichheit führt natürlich dazu, dass der Lehrkräftemangel auch in der Berufsschule eklatanter ist. Gibt es Ihrerseits Pläne, die Benachteiligung von Quereinsteigerinnen an Berufsschulen zu beheben? Was das angeht, haben wir leider feststellen müssen, dass es hier leider einiges an Missverständnissen gibt. Ich darf deshalb noch einmal ganz klar festhalten, das klassische Modell für Personen mit Lehre und Berufspraxis hat sich nicht geändert. Das heißt, alle die Personen, die auf diesem Wege in den Beruf gekommen sind, werden das weiterhin natürlich tun können. Es gab immer eine zweite Variante, dass Personen mit einem fachlich geeigneten Studium auf Masterniveau und der Vorgabe von 60 ECTS Weiterbildung ins System gekommen sind. Diese Variante wurde nur sehr, sehr selten genützt. Mit dem Quereinstieg neu gibt es jetzt auch die Möglichkeit, auf diesem Weg vermehrt einzusteigen und berufsbegleitend je nach Studiendauer 60 oder 90 ECTS zu absolvieren. Im Summe ist das wie das bisherige Modell 2, das nur sehr wenig genützt worden ist. Am ersten Modell, also Einstieg mit Lehre und Berufspraxis, hat sich nichts geändert. Wir haben hier auch natürlich das größte Interesse, möglichst viel engagierte und qualifizierte Personen im System zu halten und neue dazu ins System zu bekommen. Ich kann hier Entwarnung geben.